Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Arcania Fall of Zetarif. Ja. Und gleich zu Anfang möchte ich mal kurz gucken, was wir denn alles hier herstellen können. Ein göttliches Elixier des Adler Auges. 25 Fernkampf, 100 Mana und 100 Lebensregeneration. Ist schon not bad, ne? Aber das Ding ist halt, die ganzen Elixiere brauchen wir eigentlich auch gar nicht wirklich, ne? Warte mal, hier Essbares, ne? Wenn ich jetzt Adler Auges. Plus 25 Fernkampf, wollen wir das mal. Komm, wir hauen uns das mal ganz kurz rein. Einfach nur mal so, um zu testen. So, guck mal. Das macht also Bam, Down. Wäre ja so oder so down gewesen. So, der auch. Ne, der ist. Hier, guck mal, der ist nicht mal ganz down. Obwohl wir plus 25 Fernkampf haben. Ja, da wollte ich mich eigentlich verarschen. Geh doch drauf. Ja, okay, der geht gar nicht drauf. Super. So. Ja, ganz ehrlich, die ganzen Elixier, die bringen es halt alle gar nicht. So, was machst du jetzt so? Hm. Naja, ich glaube, die Elixier, die bringen es alle nicht so wirklich. Naja, egal. So, jedenfalls heiße ich euch herzlich willkommen, ja, wieder zurück zum nächsten Part. Wir gucken mal, was da hinten jetzt noch so war, außer diese zwei, drei Leute, die hier irgendwie ein bisschen untot waren, wie auch immer. Aber außer denen sieht es hier hinten, oh, nee, doch nicht so leer aus. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Na komm, wir machen erstmal kurz den hier weg. Müde. Ich bin so müde. Mal ganz kurz gefragt, warum kann ich... Töte mich! Okay, ich habe irgendwie... Habe ich keine Pfeile mehr? Habe ich keine Pfeile mehr? Ich weiß es nicht, tut mir leid. Aber der ist ja jetzt hier so gedingst, ne? Weißt du, wir sind nicht mal Nahkämpfer und machen den so schnell fertig, ey. Das glaube ich ja gar nicht. Jetzt warte mal ganz kurz, Inventar. Ach, wir haben keine Pfeile mehr. Jetzt müssen wir mal hier die Pfeile benutzen. Was ist das denn? Ballet. Okay. In dem Fall, man hier für 3 Sekunden handlungsunfähig. Kopftreffer sind 30% mehr Schaden. Ah, wow, das sind ja mal voll die OP-Pfeile hier, ne? 51? Achso, ne, den hatten wir davor drin. Ja, ansonsten müssen wir Armbrust benutzen, aber ich muss doch irgendwann. Oh, guck mal, was haben wir denn da hinten? Ein Wiedergänger. Also zwei Wiedergänger. Wow, das macht ihn ja also wirklich richtig viel Damage durch. Ich glaub's ja gar nicht. Ich habe irgendwie rechts von mir auch irgendwie so was ähnliches. Ja, das ist ja. Das ist ja too good to be true. Ja, also die kotzen ja so eine komische Scheiße. Das macht so viel Damage. What a shit. Ja, ist natürlich jetzt doof, ne, wenn wir jetzt hier irgendwie keine Pfeile mehr haben. Tötet mich doch, oder? Das wäre doch mal eine gute Idee, oder? Das fände ich doch richtig geil. Na komm, machen wir die so ganz kurz down. Ja, alles klar, super. Boah, Alter, Max, verschießt du nicht deine Pfeile so dumm? Boah, ich glaub's nicht. Oh, ich habe noch 52 Leben. Das ist natürlich geil. Ja, ich würde eigentlich ganz gern die Viecher hier besiegen. Ohne, dass ich jetzt hier für Pfeile verschwende. Mann. Pisst mich an. Boah, Alter, warum treffe ich denn die fucking Köpfe nicht? Boah, Alter, das pisst mich aber übel an. Jetzt hier schon wieder. Boah. Ich kann es nicht fassen, ey. Ja, komm. Aber ich will die ganzen Pfeile nicht verschießen, Mann. Das ist doch scheiße. Hä? Wie konnte denn der Pfeil nicht treffen? Ja, super. Wenigstens. Boah, Alter, manchmal, ey, das glaube ich ja gar nicht. Ich glaube, da wäre Inferno schon nicht schlecht, weil nur Inferno macht wirklich geilen Flächendamage. So, immerhin. So, irgendwelche komischen Gehirne haben die dabei. Was auch immer wir die brauchen. Ohne Witz jetzt, wir brauchen echt einen Händler hier für Pfeile und sowas. Weil Pfeile gehen uns aus.
nicht schlecht wäre auch ein Rezept für geile Pfeile. Zum Beispiel in Arcania an sich gab es ja die Moorwespenpfeile. Ja, die waren echt geil. Aber irgendwie sowas in der Art finden wir hier wirklich nicht so. Das ist ein bisschen doof. Eine Opferklinge. Hey, du Opfer. Okay, was haben wir hier? Hier können wir auch rein. Okay. Aber hier finden wir jetzt nichts außer Pflanzen und zwei Truhen. Sehe ich das richtig? Ja, ich sehe das richtig. Okay. Sind hier Pfeile drin? Hm? Nee, nicht so. Und hier? Auch nicht so. Das ist natürlich super. Mal ganz kurz gucken, hier Essbares. Wir haben 6 von den mächtigen Heiltränken. Wir haben 6 von den erhabenen Heiltränken auch noch. Was ist das hier? Okay. Ja gut. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Wenn ich das mal kurz so erwähnen darf. Wie schnell wir einfach Mana-technisch down sind. Wir haben eine Mana-Trank. Ich weiß halt nicht, wie viel. Das bringt halt echt nichts, ne? Dann gehen wir an den eben vorbei, ne? Dass wir nicht wieder angekotzt werden, weil das kotzt mich nämlich an, ne? Brümdisch. Doll. Wir haben aber einen weiten Winkel, ey. So. So. Na, komm schon. Down, Nummer 3. Kurz nochmal aufladen und reinpfeffern. Okay, ganz ehrlich, die Wiedergänger sind Viecher. Da muss ich echt sagen, da musst du echt ein bisschen aufpassen, wie du kämpfst und wie du mit deinen Ressourcen umgehst. Das stimmt allerdings. Ja, weil die, wenn du die nicht treffen, die haben einen komischen Schleim da. Das kann nicht so gut ausgehen, ne? Also. So. So. Geh mal weg mit deinem Kotzgedöns da. Mal kurz den hier. Bam, bam. Ist der auch ganz schnell down. So. Dam, dam, du, dam, dam, dam. Dam, dam. Nee, Quatsch. Ich bin auch gerade heute ein bisschen ungesprächig, muss ich sagen, weil heute ist. Was haben wir denn heute? Dönerstag ist heute. Und, heute ist der Tag, wo ich dieses komplette Spiel irgendwie aufnehmen sollte. Weil ich nämlich sonst keine Zeit mehr habe. Denn am Montag geht's in Richtung Köln, ja. Und, ach guck mal, da unten sind schon Leute hier zivilisiert und alles. Am Donnerstag geht's in Richtung Köln. Am Donnerstag, was glaube ich, am Montag geht's in Richtung... Ja, okay, Max, alles klar. Was machst du hier? Mann. Ober hat mir erzählt, dass ihr hier rumlungert. Da wollte ich mal nach dem Rechten sehen. Rumlungern? Wir? Von wegen... Wir retten Robert den Arsch. Ihm, seinem Königreich, der ganzen Welt. Tatsächlich? Und wie macht ihr das? Indem wir die Tür hier knacken. Die hier? Sieht massiv aus. Ja, das ist sie. Geh doch mal zu Milton. Sag ihm, ich bekomme das verfluchte Ding nicht auf. Ich versuch's weiter, aber viel Hoffnung habe ich nicht. Ich gehe zu Milton und rede mit ihm. Gut. Du findest ihn gleich dort hinten, nur ein paar Schritte weiter, den Graben entlang. Level up, nice. Jetzt mal im Ernst. Was ist hier eigentlich los? Der Dämon, den du aus Robas Geist vertrieben hast, hat Setarif heimgesucht. Eson der Sechste hat irgendein unheiliges Ritual vollzogen, durch das er den Dämon in dieser Welt gehalten und zu sich gerufen hat. Am Anfang konnte er ihn beherrschen, hat ihn gegen unser Heer kämpfen lassen. Aber dann hat sich der Dämon befreit und gegen Eson und Setarif gewandt. Wo ist der Dämon jetzt? Nach allem, was ich gehört habe, soll er sich ins Herz des Weißaugengebirges zurückgezogen und den Berg zum Bersten gebracht haben. Naja, vielleicht sind das auch alles nur Gerüchte. Und es ist einfach nur ein Vulkan, der ausgebrochen ist. Jedenfalls soll der Dämon im Inneren des Vulkans sein und sein verderbter Geist scheint von dort aus um sich zu greifen. Befällt Menschen und Tiere. Das habe ich gemerkt. Was hat die Tür hier mit dem Dämon zu tun? Sie ist der Eingang zu einem Begräbnistempel des setarifischen Königshauses. Darin sollen ein paar alte, göttliche Artefakte liegen. Waffen, Amulette, was weiß ich. Mit ihrer Hilfe soll es möglich sein, den Dämon zu bannen. Woher weißt du das? Oh, das sagt Milton. Er hat einen alten Steinblock mit Inschriften studiert. Wenn du mehr wissen willst, rede mit ihm.
und sag ihm, dass ich die verfluchte Tür nicht aufbekomme. Alles klar. Wo sind die anderen? Lester und Gorn sind für Milton unterwegs. Syra ist bei Lee. Was ist mit Lord Hagen? Der hat in der Sternwarte im Osten von hier Quartier bezogen und den Häuserkampf ausgerufen. Er versucht mit einer Handvoll Paladine weiterhin die Stadt zu erobern und streitet den ganzen Tag mit Lee, der verhandeln und gemeinsam mit den Setarifern gegen den Dämon und seine Brut ankämpfen will. Dann tun die Paladine nichts gegen den Dämon? Doch, doch. Sie kämpfen an allen Fronten, auch wenn es nicht mehr viele von ihnen gibt. Innos gibt ihnen die Kraft dazu, sagt Hagen. Wir werden sehen, ob es stimmt. Ach, der alte Diego. Mann, Mann, Mann. Ist auch alt geworden, ne, der Junge. Naja, Junge. War ja noch nie ein Junge, aber egal. So, ja, ich wurde gerade ein bisschen aus erzählerischen Gedöns gerissen. Deswegen werde ich wohl weiter erzählen, sobald wir die nächste Quest haben, irgendwas wieder zu machen. So, red doch mal was mit uns. Hallo, Milton. Du hier? Was für eine wunderbare Fügung des Schicksals. Wie meinst du das? Kaum braucht man einen Auserwählten der Göttin, schon erscheint er. Einfach so. Naja, nicht ganz. Diego hat mich zu dir geschickt. Ich soll dir sagen, dass er die Tür zu dem Tempel nicht aufbekommt. Schade. Ich hatte gehofft, wir könnten die Dinge etwas beschleunigen. Jetzt müssen wir doch auf die Schlüsselsteine warten. Auf welche Schlüsselsteine? 4 Y-förmige Ziersteine, die in die Vertiefungen dieses Steinblocks hier gehören. Sind sie vereint, öffnet sich die Tür zum Begräbnistempel. Dort finden wir die heiligen Artefakte, die wir brauchen, um den Dämon zu bannen. Woher weißt du das alles? Von den Inschriften auf dem Steinblock hier. Die Erdbeben, die dem Vulkanausbruch vorangegangen sind, haben den Platz, der hier einmal war, einstürzen lassen und den Steinblock und den Eingang zum Tempel freigelegt. Was steht da noch alles drauf? Eins nach dem anderen. Erst brauche ich die Schlüsselsteine. Dann erkläre ich dir den Rest. Gut, ich kümmere mich drum. Wo finde ich die Schlüsselsteine? Die setarifischen Könige haben sie an verschiedenen Orten hier in der Stadt aufbewahrt. Der Stein des Fortschritts ist in der Sternwarte, in der Hagen Quartier bezogen hat. Der Stein des Edelmuts befindet sich im Palast, der der Weisheit im Haus der Magiergilde. Und der Stein des Reichtums liegt irgendwo unter den Trümmern des Zollhauses beim nördlichen Stadttor. Ich habe Lester und Gorn gebeten, sie zu holen, aber sie sind nicht wieder aufgetaucht. Schau doch mal, ob du sie finden kannst. Mach ich. Wo wollten die beiden als erstes hin? Gorn wollte zum nördlichen Stadttor und Lester in die Sternwarte und von dort aus weiter zum Haus der Magiergilde und zum Palast. Aber bevor du gehst, kannst du das hier gebrauchen? Ich geb's dir mal mit. Hier in der Stadt sind schließlich viele dämonisch besessene Wesen unterwegs. Neue Quest. Was habe ich denn jetzt bekommen? Irgendwas habe ich bekommen. Was habe ich denn bekommen jetzt überhaupt? Habe ich irgendwie ein Schriftstück bekommen? Das Auge Adanos? Ne. Quest, Nessbares. Was war das? Essenz der Ewigkeit? Ne, ich kann keine Ahnung, was ich gerade bekommen habe. Okay. So. Ach, auch das Adanos, okay. Oh, das sieht natürlich, jetzt nicht gerade schlecht aus. Alter Vater. Okay, das wäre auch fett, das zu schmieden. Aber ich würde eigentlich ganz gerne mal einen Nasenhelm bekommen. Trotzdem nicht möglich, weil wir finden keine Sachen dafür. Noch keinen Stahlbarren gefunden, keinen einzigen, immer noch nicht. Mein Gott. Wir haben das Spiel so zur Hälfte durch gerade mittlerweile, weißt du? Naja, okay. Bevor wir aber weitergehen, skillen wir uns mal ganz kurz noch hier das hier ein bisschen hoch, wie wir es ja vorhatten, ne? Und dann geht's auch direkt weiter. Was steht hier oben? Ein Händler. Seriously? Hier steht mitten im Nichts einfach ein Händler rum. Es ist ja natürlich jetzt nicht schlecht. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Was für Waren? Er ist hier im Nichts. Egal. Okay, das brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Okay, Pfeile brauchen wir aber. Kriegsfall plus 10 Fernkampf. Ich würde sagen, da holen wir uns mal ein paar, oder? Ja. Wie können wir uns holen? 400? Das ist ein bisschen viel oder ist das ein bisschen wenig? Ja, komm, wir holen uns mal 500, oder? Das dürfte doch eigentlich mal reichen für den Anfang. 500, so. Wir können ja eigentlich mal den ganzen Armbrust-Shit verkaufen. Oder wir behalten mal irgendwie ein paar Armbrüste. Falls wir mal wirklich mit Armbrust irgendwie kämpfen müssen. Diesen Bogen können wir verkaufen, das hier können wir verkaufen. Die können wir verkaufen, die ist, glaube ich, ganz gut. Die können wir auch verkaufen. Den hier weg, so. Behalten wir das hier mal so. Wie machen wir das denn jetzt? Machen wir das hier hin und das mal hier hin. Drachentöterbolzen. Belagerungsbolzen, okay. Wert 1, Wert 5. Was Kriegsfall macht, hat mehr Wert als
Balibailit. Egal, ich werde auch gleich mal den Kriegsfall ausrüsten. So, machen wir wieder ein bisschen mehr Damage. So. Nice one. Okay, gut. Dann geht's jetzt wohl los. Upsala. Mit Suche nach Gedöns. Wir werden einfach mal irgendwo hinlaufen. Wir werden schon alles finden. Das hier ist eh alles so gleich aussehend hier. Von dem her werden wir das schon alles irgendwie finden. Keine Ahnung. So. Hier dürften eigentlich noch keine Viecher. Doch, dürften. Na gut. Dann würde ich mal sagen, Headshot down. Tötet, tötet. Okay. Ich glaube, der Kriegsfall macht schon ein bisschen mehr Damage. Habe ich so das Gefühl. Wie kommt das nur, dass ich das Gefühl habe? So. Wir sind aber 16 Minuten. Okay, dann fange ich doch noch an zu reden. Und zwar ist heute Donnerstag. Ja, ich meine, also ich setze jetzt mal das fort, was ich eigentlich vorhin sagen wollte. Warum hab ich das getan? Okay, alles klar. Und zwar, töte mich! Ja, ich bin doch schon dabei. Was ist denn los? Weil er hat mich getroffen im Sprung. Was für ein Mongo, ey. So, und zwar ist heute Donnerstag, ne? So, wollte ich mal ganz kurz erwähnen. Und, heute ist Donnerstag. Ich bin gerade voll. What the fuck? Mich flasht es so, dass diese. Dass diese komischen Wiedergänger so extrem massiv und stark sind, Alter. Was? Der ist nicht One-Shot gewesen. Was ist das für ein Mongo? Egal. So, nochmal. Es ist heute Donnerstag. Und, morgen ist dann logischerweise Freitag bei mir, ne? Und, ich sollte heute eigentlich so gut wie alles aufnehmen, was ich noch so vor der Gamescom oder während der Gamescom hochladen möchte. Aus dem einzelnen Grund, weil ich eigentlich nur noch heute dafür Zeit habe. Morgen ist Freitag, morgen muss ich den ganzen Scheiß rendern und hochladen. Ja, wäre ganz praktisch. Und was ist das hier? Achso, na gut. Und am Samstag bin ich nicht daheim, da bin ich in Konstanz auf dem Seenachtsfest. Ist da jemand von euch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. In Konstanz auf dem Seenachtsfest. Wäre cool, wenn da jemand von euch ist, dann kann man sich ja da trafen. Ja, Samstag ist also auch schon weg. Und das Ding ist ja, diese Folgen, die sind ja nicht einfach nur fertig, wenn sie fertig sind, sondern du musst ja den ganzen Shit auch noch hochladen, ja? Ich habe zwar eine 50K-Leitung, das heißt, es geht jetzt nicht allzu langsam. Lauf weg! Ich... Okay. Aber 50K-Leitung heißt ja kein Non-Stop-Upload, ne, wenn man das so sagen kann. Heißt also, wir haben trotzdem den Fall, dass ich extrem viel Zeit zum Hochladen einplanen muss. So. Und das geschieht alles am Samstag. Am Sonntag muss ich meinen Rechner abbauen. Und am Montag geht's dann ab nach Köln. Ja? Sprich also, ich habe wirklich nur noch heute wirklich Zeit aufzunehmen und den ganzen Video-Vorproduzierungs-Shit dazu machen. Und ja, das muss dann alles auch noch fertig werden. Heißt also, ich darf heute, wenn's... Wollt ihr mich verarschen? Du spawnst hier in mir drin. Upsalat. Ja, Max, du bist der King der Kinger. Der Kinger. So, Headshot down. Was möchte ich jetzt gern sehen? Headshot. Ah, okay. Das war doch ein Headshot, oder? Das ist kein Headshot? Das war ein Headshot. So, du auch, Heddy, oder? Ja! Oh, diese Wieder-Hurensöhne, ne? So. Down. So, und zwar heißt es also, im besten Falle nehme ich heute 5 Folgen von diesem Spiel hier auf. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Ihr könnt ja ein bisschen mitfiebern. Und im schlimmsten Falle dann eben nicht, weil ich irgendwie das Spiel nicht mehr ertragen kann. Kann auch sein. Weil das ist so ein Game, eigentlich. Das ist so mal okay, so mal zocken, ja. Aber halt jetzt auch nicht irgendwie 5 Stunden am Stück oder so. Oder auch nicht 2 Stunden am Stück. Das kannst du mal irgendwie so eine halbe Stunde zocken oder so. Ist vielleicht... Aus genau solchen Gründen ist auch unnötig, aber dass der wieder wegläuft jetzt. Aber jetzt auch nicht ewig, weil das alles, was wir jetzt hier machen, ist halt alles wieder so das Same. Ich muss was suchen. Bin ich behindert? Boah, ich kann's nicht fassen, dumm. Mein Gott. Das, was wir jetzt halt die ganze Zeit machen, ist halt alles so Schema X einfach. Weißt du, du musst jetzt einfach hier rumlaufen, irgendwelche Sachen suchen, zu den Leuten bringen,
dann irgendwie, glaube ich, müssen wir nochmal rumlaufen, irgendwas suchen und bla. Und wir kämpfen uns hier halt durch jetzt und ja. Also das ist jetzt wirklich nichts, wo ich sagen kann, boah, Alter, what the fuck ist das denn ein Spielerlebnis hier? Sondern es ist halt einfach so ein bisschen, ja, durchkämpfen und du weißt, was ich meine. Ist das Gorn? Das ist Gorn, oder? Sieht aus wie Gorn. Sieht schon so aus. Okay. Ja komm, wir reden jetzt noch mit dem. Würde ich sagen, oder? Wir reden noch mit dem. Ah, Kleiner. Auch hier? Gorn, was ist los? Milton wartet auf den Schlüsselstein. Konntest du ihn nicht finden? Doch, war kein Problem, aber ich konnte es mir nicht verkneifen und habe einen Abstecher gemacht. Einen Abstecher? Wohin? Zu dem Wachturm, auf dem Hügel vor der Stadt. Was wolltest du da? Torus vermöbeln. Torus? Wer zum Henker ist Torus? Ein Arschloch, ich kenne ihn schon lang. Konnte ihn noch nie leiden. Aber er ist mir immer entwischt. Und? Ich habe ihn vermöbelt. Wo ist Torus jetzt? Na, in der Kiste. Hey, du! Sag dem Arschloch, es soll mich hier rauslassen! Ich schlag ihm die Zähne einzeln raus und verfütter ihn an die Harpien! Wie kommt er in die Kiste? Willst du es wirklich wissen? Ja, jetzt schon. Also, das war so. Gorn, wo willst du hin? Ich gehe rüber zu Torus Turm und schnapp mir das Schwein. Wir haben klare Order von Lord Hagen. Wir sollen das Tor halten und uns nicht von der Stelle rühren. Ja, mach das. Die Order gilt nicht nur für uns, sie gilt auch für dich. Seit wann zahlt mir Hagen Sold? Bewacht ihr nur das Tor. Ich gehe los mit meiner Axt und schnapp mir Torus. Das Schwein wird mir nicht nochmal entwischen. Mann. Okay, jetzt spielen wir nämlich Gorn. Ja, das ist auch so ein neues Feature von Arcania, dass wir andere Charaktere spielen. Nachher spielen wir auch noch Lester. Ja, bin ich mal gespannt, wie wir uns hier so schlagen. Dennoch würde ich sagen, beenden wir jetzt mal den Part und im nächsten Part, ja, laufen wir ein bisschen mit Gorn rum, würde ich sagen. Sind das hier schon Gegner da vorne? Also ich habe gar keinen Bogen, oh mein Gott. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, bis dahin, haut rein und ja, tschüss.